Da bin ich wieder, eure Deria, die euch ganz herzlich grüßt. Wie angekündigt, erkläre ich, wie im astrologischen Tierkreis die Sternzeichen eingeteilt werden. Erstens, vom 1. März bis 20. April der feurige Widder. Die Sonne durchläuft das erste Zeichen im astrologischen Tierkreis. Sein Element ist das Feuer und der Mars ist sein Herrscherplanet. Die in dieser Zeit Geborenen fühlen sich im Frühling am wohlsten. Zweitens, vom 21. April bis zum 20. Mai. Der bodenständige Stier. Und da befindet sich die Sonne im zweiten Zeichen des astrologischen Tierkreises. Sein Element ist die Erde und sein Planet ist die Venus, die Göttin der Schönheit. Die in diesem Sternzeichen Geborenen sind mit dem Frühling eng verbunden. Drittens, vom 21. Mai bis 21. Juni, der luftige Zwilling. Die Sonne durchläuft da das dritte Zeichen im astrologischen Tierkreis. Das Element des Zwillings ist die Luft und sein Planet ist der kommunikative, herrschende Merkur. Der Zwilling fühlt sich dem Frühling und dem Sommer sehr nahe. Viertens, vom 22. Juni bis zum 22. Juli der feinfühlige Krebs. Die Sonne durchläuft das vierte Zeichen im astrologischen Tierkreis. Sein Element ist das Wasser und sein Planet ist der Mond. Die in dieser Zeit Geborenen fühlen sich im Sommer am wohlsten. Fünftens, vom 23. Juli bis zum 23. August, der feurige Löwe. Die Sonne befindet sich im fünften Zeichen des Tierkreises. Sein Element ist das Feuer und die Sonne ist sein Herrscherplanet. Die hier Geborenen sind mit dem Sommer arg verbunden. Sechstens, vom 24. August bis zum 23. September, die bodenständige Jungfrau. Sie wird begleitet von der Sonne im sechsten Zeichen des Tierkreises. Die Erde ist ihr Element und der Merkur ist ihr Planet. Die hier Geborenen fühlen sich im Sommer am wohlsten. Wie die nächsten sechs Sternzeichen im astrologischen Tierkreis eingeteilt sind, erfahrt ihr im nächsten Video. Bis dahin, herzlichst, eure Deria.